Herr Boulevard. Der Boulevard hat es dann auch gleich befeuert. Der Murksminister, so steuert uns Habeck in den Blackout. Das war auch in diesem Jahr so. Es geht ja egal bei wem, nur noch um Schlagzeilen. Nur noch schnell eine reißerische raushauen, Klickzahlen generieren. Kältekeule aus Sibirien, neue Geheimwaffe von Putin. Werden wir es alle noch länger im Dunkeln erfrieren? Omikron mit seinem sanften Verlauf. Haben wir gesagt, ja, haben gesagt, die Omikron-Welle. Dann haben alle gesagt, ach, damit locken wir doch niemanden mehr hinterm Panikofen her. Wir brauchen was Griffiges. Auf einmal hieß es, jetzt kommt die Omikron-Wand. Dann habe ich gesagt, nee, eine Wand kommt nicht, weil sie nicht laufen kann. Und ausgerechnet der Söder hat dann gemeint, wo eine Wand ist, ist auch eine Tür. Tja. So, was war denn mit dem? Also was war denn mit dem eigentlich in diesem Jahr? Was ist mit dem, was mit ihm immer los ist? Ist mir egal, Hauptsache ich bin Erster in die Schlagzeilen. Und es war ja, weil dauernd kam, Söder fordert, Söder verlangt, Söder will, Söder, er braucht ja auch, weil im nächsten Jahr Landtagswahl, da muss der, alles was, Legalisierung von Cannabis, war nicht mit Söder. War er den Lauterbach frontal angegangen. Und dann gesagt, es ist unglaubwürdig, vor Corona zu warnen und das Kiffen zu erlauben. Da hat Covid-Kalle aber schlagfertig reagiert. Er hat gesagt, für mich ist es unglaubwürdig, vor Cannabis zu warnen und sich gleichzeitig ungeschützt auf dem Oktoberfest ins Koma zu saufen. Aber immer, das kommt ja, der Söder. Bei Söder war immer nur draufhauen. Er sagt, kein Land der Welt ist glücklich, Mann, mit der Freigabe von Drogen. Und den Berliner Grünen reicht die Legalisierung von Cannabis ja gar nicht. Da muss jetzt auch noch Kokain her und Crystal Meth. Hat er so gesagt? So bist du ja, Crystal Meth? Gut, der Mittelfranke tut sich schwer mit dem TH. Aber ich habe mir eine Crystal Meth. Was soll das jetzt sein? Rohes Schweinehack als neue Modedroge. Christliches Meth gibt's in der Apotheke dann als Ersatzdroge. Methadon? Ist es mit der Bundeshackfleischverordnung überhaupt vereinbar? Oder geht's um eine Frau bei dieser Crystal Meth? Vielleicht die Cousine von Digi Dorobert? Ich habe nur noch auf den Satz gewartet. Meth, liebe Freundinnen und Freunde, das ist die Einstiegsdroge für schwere Schweinshaxen. Das öffnet die Tür für Cholesterinmissbrauch aller Art. Gut, er hat's nicht gleich. Okay, er hat's nie leicht. Na, weil sein Personal, da merkt man mittlerweile schon, dass also der Fachkräftemangel überall durchschlägt. Gegen seinen Scheuer ermittelt seit diesem Jahr der Staatsanwalt. Nur sein Generalsekretär, der Huber, das ist auch schon der dritte in diesem Jahr. Den hatten sie auch gleich am Haken wegen seines Doktortitels und seiner Doktorarbeit. Aber er hat sich noch verteidigt. Also ich habe doch den Gutenberg extra noch um Rat gefragt. Titel trotzdem weg, der Huber noch da. Dann der Untersuchungsausschuss Maske. Der wird dem Söder noch bis zur Landtagswahl um den Hals tandeln. Und sein Mann in Brüssel hat dann auch schwer gepatzt, Manfred Weber, der Chef der EVP, der Chef der christlich-konservativen Wertefamilie, lässt sich vor der Wahl in Italien mit der Partei von diesem Untoten ein. Silvio Berlusconi. Also, erst ein gemeinsamer Fernsehspot und dann ein forsches Foto für dessen Partei Forza Italia. Duce Vita mit dem Koalitionspartner der Postfaschisten. Er sagt, Manfred, sag mal, hast du vergessen, was euer ewiges Idol Franz Josef Strauß mal gesagt hatte? Dass man mit solchen Leuten nicht paktieren darf, denn rechts von uns ist die Wand. Und dann hat der Weber die Tür in der Wand entdeckt. Und da war sogar
Da war der Söder sauer, also der Türsteher. Der hat gesagt, ja Manfred, natürlich brauchen wir Bilder. Wer keine Inhalte hat als Partei, der braucht Bilder. Aber dann ist solche schöne. Und schöne Bilder, die hat er bekommen, der Söder, im Sommer. Beim G7-Gipfel in Schloss Elmau. Meine Güte, war das eine peinliche Inszenierung. Die Staats- und Regierungschefs flogen ein und wurden in München abgeholt am Flughafen von indigenen Gebirgsschützen und Blaskapellen mit Humta und Lederhosen. Auf dem Rollfeld erschien als erstes Joe Biden. Der kam direkt aus Berlin und wird sich gedacht haben, ah, so geht also Provinz. Macron und seine Brigitte sind ganz schnell an den Gamsbad-Zombies vorbei und haben gesagt, wir kennen diese Leute nicht, wir kennen diese Leute nicht. Der japanische Premier stand erst mal minutenlang auf dem Teppich, hat Fotos gemacht und dann kam aus Italien noch Draghi und hat gemeint, ah, ist das schon der Oktoberfest? Und mittendrin immer dabei Markus Söder in voller Montur, also in Niedertracht. Und da habe ich mich abgefahren. Da habe ich mich auch gefragt, also wenn ein Mittelfranke wie der Söder oberbayerische Tracht trägt, ist das jetzt kulturelle Aneignung? Eigentlich schon, ne? Man muss doch heute so aufpassen, was tut man, was sagt man und was macht man. Man redet und Ding und stimmt es und dann ist es, wenn du was sagst, auch richtig gegendert. Das mit dem Gendern ist für mich, also für mich als alten weißen Mann, ich tue mir da so schwer damit, dass da bin ich in ständigem Disput mit meiner Tochter. Die ist Ende 20 und für die Generation ist das wahnsinnig wichtig. Wenn wir so dann im Ding, dann sagt sie immer nur, ja Papa, für uns ist das mit dem Gendern heute eben das, was das mit gegen Atomkraft sein früher für euch war. So, ja, klar, ist auch praktisch fast das Gleiche, ne? Und also, ist für euch ja auch schwierig, wo wollt ihr die ganzen Silben entlagern? Das ist echt, das ist...